Die Flughafen Wien AG rief und alle kamen, um mit den Flughafenvorständen das neue Jahr zu begießen. Rund 1200 Gäste aus Wirtschaft und Politik trafen sich im Gerätezentrum Nordost, das in eine stimmungsvolle Eventhalle umfunktioniert wurde. Neujahrsempfang des Flughafens Wien hier in Schwechat, Take-off 2010. Wird es ein abgehobenes Jahr? Ja, ein abgehobenes. Das Jahr 2009, entschuldigen, war nicht das Beste. Die gesamte Wirtschaft hat gelitten, natürlich auch der Flughafen. Wir haben aber davor eine ganze Reihe hervorragender Jahre gehabt und wir werden wieder in eine gute Zukunft gehen. Wir sind ein starkes, gesundes Unternehmen mit hervorragenden Mitarbeitern und die Zukunft steht uns offen. Ich hoffe, dass es ein normales, erfolgreiches Jahr wird, aber vor allem für die Wirtschaft in Niederösterreich ein gutes Jahr, damit auch Arbeitsplätze vorhanden sind und deshalb auch hier der Besuch in Schwechat. Wichtig ist, dass sich die Wirtschaft allgemein erholt. Wichtig ist vor allem, dass die Unternehmen bereit sind und auch die Verantwortung haben, die Arbeitsplätze zu erhalten, ihnen das auch ganz besonders bewusst ist, welche wesentliche Bedeutung das auch für die gesamte Region hat. Nein, ich hoffe, es wird nicht abgehoben, aber ich hoffe, es geht wieder bergauf in der Wirtschaft. Aber wir hoffen natürlich alle mit dem Flughafen, weil wenn es im Flughafen gut geht, geht es auch der ganzen Region gut. Es wird kein abgehobenes Jahr, sondern es wird ein Jahr der harten Arbeit. Weil was 2009 an Grundlagen der Bewältigung der besonderen wirtschaftlichen Herausforderungen gelegt wurde, das muss 2010 eingelöst werden, im privatwirtschaftlichen Bereich genauso wie in den öffentlichen Haushalten. Und daran gilt es zu arbeiten, von der ersten Stunde an. Und ich hoffe, das geschieht überall. In Niederösterreich geschieht es auf jeden Fall. Also abgehoben ist überhaupt nichts in der Luft, weil man muss nur konsequent weiterarbeiten. Wir bei Niki können jetzt auf 17 Flieger hochfahren, unsere Flotte, also um 3 Flugzeuge mehr, bieten neue Destinationen an. Also wir sind gesund, sehr gut unterwegs. Nein, wir wollen nicht abheben, sondern wir wollen gesichert in die Zukunft gehen. Und wir haben alle Voraussetzungen geschaffen, mit all den Troubles, die es natürlich in der Vergangenheit gegeben hat, dass wir in eine sehr sichere Zukunft gehen können. Na, ich hoffe doch. Jetzt können wir wieder ein bisschen Wachstum brauchen und die Zahlen sehen aus, als ob das wieder gelingen könnte. Ich hoffe, dass es ein Jahr ist, wo wir ein bisschen Flüge bekommen. Wir haben ein ganz schwieriges Jahr hinter uns und hier ist halt ein Treffen der Wirtschaft und ich hoffe, dass es auch ein bisschen einen Optimismus ausstrahlt, weil die Psychologie ist auch wichtig. Ich hoffe, dass es ein Jahr der Konsolidierung ist, dass sich die Wirtschaft stabilisiert, auch der Flughafen stabilisiert. Der Flughafen ist einer der wesentlichen Beschäftigungsträger hier in Niederösterreich. Und ich kann Ihnen nur wünschen, dass wirklich das Bestmögliche rauskommt, dass wirklich auch sich stabilisieren. Und schon langsam, glaube ich, wird es dann wieder aufwärts gehen. Ich habe jetzt, glaube ich, rund 40 Jahre hier verbracht. Jeweils beim Take-off oder wie es früher anders geheißen hat. Da ich jeweils ein Optimist bin, nehme ich an, dass es wieder aufwärts geht. Das heißt, dass wir wiederum nach oben gezogen werden, weil ich glaube, sowohl der Flughafen mit diesen riesigen Tausenden Beschäftigten als auch natürlich unsere Austrian Airlines benötigt es. Na, ich erwarte mir gar nicht ein abgehobenes Jahr, sondern ich erwarte mir ein fundiertes Jahr, wo man tatsächlich mit beiden Beinen am Boden bleiben kann, wo wir nicht abheben in irgendwelche Größen und Höhen, sondern wo man einfach merkt, das ist eine gestandene Entwicklung. Um das zu erreichen, haben wir ohnehin alle Hände voll zu tun, aber ich glaube, das ist machbar. Das weiß ich noch nicht, aber es wird hoffentlich ein erfolgreiches werden, dass wir gemeinsam von diesem Punkt aus abheben in eine gute Zukunft. Das Signal halte ich für richtig, aber es wird viel Arbeit benötigen für den Flughafen, für die Wirtschaft in Österreich insgesamt. Aber es ist ein besseres Jahr in Aussicht als 2009. Der Flughafen Wien hat es vergleichsweise gar nicht so schlecht geschafft. Man muss ja immer schauen, wie schaut die Welt wirklich aus und das in Relation dazu setzen. Also es war nicht so schlecht. Hier ist nicht so schlechte Arbeit geleistet worden. Das ist anzuerkennen. Und ich gehe davon aus, dass im ersten Vierteljahr des Jahres 2010 auch die Probleme
wie es mit dem Skylink gibt, in den Griff bekommen werden. Ich glaube nicht, dass es ein abgehobenes Jahr werden wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich komme immer wieder gerne her. Ich bin jetzt das dritte Mal da. Man lernt hier Menschen kennen, Leute kennen und man kann auch ganz interessante Gespräche führen. Ich hoffe, dass wir wieder mal abheben können. Ich glaube, das hoffen wir alle. Ich denke, wir haben eine gewisse, ich möchte nicht sagen Flaute, aber eine leichte Einsenkung haben wir hoffentlich überwunden. Wir sind zuversichtlich und schauen mit guter Hoffnung in die Zukunft. Na, abgehoben glaube ich nicht, das kann man nicht von vornherein sagen, aber ich hoffe, dass das Jahr sehr gut wird für uns alle, dass es wirtschaftlich gut wird, dass es den Familien gut geht, dass wir gesund bleiben und dass es wirtschaftlich vor allem besser wird als im Jahr 2009. Ich glaube, das wünscht sich jeder. Und das wünsche ich vor allem dem Flughafen. Na, abgehoben soll es nicht werden, es soll besser werden. Das Jahr 2009 war, glaube ich, für uns alle nicht sonderlich berauschend, auch für den Flughafen nicht. Wenn ich mir so die Schlagzeilen ansehe, ich wünsche dem Flughafen ein besseres Jahr und uns allen auch. Ob es ein abgehobenes Jahr wird, werden wir erst sehen, aber ich glaube, der Wirtschaftsaufschwung ist wieder da. Man spürt schon, dass es aufwärts geht und in der Hinsicht, glaube ich, ist der richtige Titel gewählt. Ich denke, dass 2010 Optimismus angesagt ist. Es wird auch das Wirtschaftswachstum sich langsam erholen, damit wieder auch die Konsumfreudigkeit nähere oder fernere Ziele über den Flughafen in Schwechat erreichen zu wollen. Und es ist auch gut so, dass dieser traditionelle Empfang in dieser Form stattfindet, weil die Rückschau war notwendig, aber dieses Optimismusdanken, wo sehr viele Entscheidungsträger für den Flughafen in Schwechat zusammenkommen, ist sehr wichtig. Na, abgehoben im Negativen sicher nicht, im Positiven sehr wohl. Ich glaube, dass die Reisetätigkeit trotz Krise erhalten bleibt. Die Menschen wollen herumfliegen und was sehen. Sie sind preisbewusst, aber sie sind trotzdem qualitätsbewusst. Und das ist im Grunde immer ein guter Kickoff für ein erfolgreiches Jahr.